Hallo liebe Leute, wir sind hier im Torf von Daudor, ganz hier hinten in der Ecke, in der Nähe vom Blutsumpf, in der Nähe von Stymer. Hier hinten gibt es den überwucherten Außenposten, da gehen wir einfach mal rein und schauen, was passiert. Ist wieder ein Keller, ein Mini-Dungeon, einfach reingehen, töten oder meistens was beschützen. Also das Öfteren, was kommt, ist halt wirklich töten. Ne? Wir haben auch schon den Butcher ein paar Mal gehabt, also den Schlechter und halt auch Goblo-Riffs. Also wir hatten ja alles. Ah, heute ist es mal bestimmt beschützen. Ne? Beschützdinger sind immer schwierig, weil meistens einfach zu viele Gegner kommen und allein ist es manchmal oft nicht machbar. Auch nicht, wenn du gut equipped bist, weil die dann irgendwie immer direkt auf den drauf gehen. Also wir müssen jetzt fünf Dinger kaputt machen und dann also die Horden platt machen und versuchen, die Eliten umzuknallen in der Zeit. So, damit er denn die Seelen holen kann oder das Blut. So, den ersten Hammer. Da ist der nächste. Also immer wenn wir den Blatt haben, dann saugt er den aus. Und so kommen halt die Heulen. Das hat man auch noch nicht, so eine Welle. Wird wieder ausgesaugt. Sieht doch ganz gut aus. Aber die Zeit finde ich ein bisschen crazy, weil, wie gesagt, der Typ kommt ja auch von der Zeit her spät. Also wir können das fast gar nicht in der Zeit schaffen, weil wenn die Ads nicht da sind, dann sind die Ads nicht da. Also ihr seht, das ist eigentlich teilweise, liegt das nicht mal an uns, ne? Aber trotzdem, ihr wisst, wie es funktioniert und dann bekommen wir Loot von ihm. Kiste looten und wir bedanken uns und sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!